Hallo ihr Lieben, Dunni am Freitag, ausnahmsweise mal Dienstag. Ich hatte die Tage auch ein bisschen Trubel gehabt und habe das leider nicht geschafft, Video online zu stellen die letzten Tage. Auch heute bin ich nicht so besonders gut drauf, aber ich wollte trotzdem nochmal für euch schnell ein Video machen über das Thema Musik. Und ich versuche auch, wie gesagt, wieder am kommenden Freitag ganz normal wieder Freitag ein Video zu machen, ja? Ich hoffe, ihr seid nicht böse für die Verspätung oder dass ich mich so ein bisschen zwischenquetsche. So, dann fange ich auch gleich mal mit der ersten Frage an. Also, ich habe es jetzt mal so von der Reihenfolge gemacht wie die Jen. Also, sie hatte eine Liste und daran konnte ich mich auch gut orientieren. Was hört die Duni, wenn sie traurig ist? Mein Lieblingslied, wenn ich traurig bin, ist von Paul Young, Come Back and Stay. Also ich weiß nicht, ich finde das Lied einfach total, es hört sich total gut an und das ist so traurig, so Drama, come back and stay, bla, ne, aber ich finde das halt irgendwie schön und wenn ich traurig bin, höre ich das total gerne und ja, es freut mich. Also, wenn ich es gehört habe, geht es mir meist immer doch viel besser. So, zweite Frage. Was hörst du, wenn du dich und andere in Partystimmung versetzen willst? Ich stehe ja total auf 80er Musik und in dem Fall habe ich mir auch einen Song aus den 80ern rausgesucht. Aber als Link habe ich einen Remix mit Danny Minot rausgesucht. Das ist Dead or Alive mit You Spin Me Round Like a Record. Ja. Kann aber nicht sprechen, tut mir leid. Gib mir ganz viele so, ne? Nee, also ich finde dieses Lied, das bringt mich doch irgendwie immer in Partystimmung und macht Spaß, das Lied, und man hat Action und ich mag das total gerne. Also mich setzt immer wieder in Partystimmung. Dritte Frage, welches Lied hat eine besondere Bedeutung für dich? Eine besondere Bedeutung für mich hat das Lied Lose Yourself von Eminem, weil mich das doch irgendwie so ganz stark an meiner, also an einer Zeit in meiner Jugend erinnert. Also als ob ich wie eine Omi wäre. Aber halt so meine Pubertät und das ist halt so die prägendste Zeit immer, finde ich. Das Lied hat mich immer sehr viel begleitet zu der Zeit. Immer mit meinem Discman hatte ich dabei und immer Musik und dann war da immer die Eminem-CD drin. Immer wenn ich unterwegs war, dann lief halt auch überwiegend viel Eminem und Lose Yourself und deswegen hat das Lied immer eine besondere Bedeutung für mich und für die Zeit 2002, 2003, so hat mich das so begleitet. Wie alt ich war, könnt ihr euch selber ausrechnen. Ich bin 1987 geboren. Frage Nummer 4. Was würdest du spielen, wenn du jemanden verführen möchtest? Also, was ich auf keinen Fall spielen würde, ist so romantische, kitschige Musik à la Put Your Head on My Shoulder. Also sowas Oberkitschiges geht bei mir gar nicht. Also wenn ich es bei jemandem wäre und sie würde so eine Musik auflegen, würde ich da auch nur sitzen so, wo ist die Tür? Also ich finde, da muss man doch, es muss doch irgendwie, wenn man jemanden verführen will, muss doch so ein bisschen so Rhythmus und Musik, ein bisschen was, ne? Aber ich finde, es kann auch ein bisschen, so vielleicht auch so ein Haus aus, so eine Mischung aus vielleicht so Reggaeton und R&B. Deswegen habe ich mir von Sean Paul featuring Keisha Cole Give It Up To Me rausgesucht, weil ich finde, das Lied kann man gut dafür nutzen, ja. Frage Nummer 5. Welches Lied erinnert Duni an ihre Kindheit? An meine Kindheit erinnert mich immer das Lied Michael Jackson mit Black or White, weil es so der erste Clip auf MTV war, den ich mich halt erinnern konnte. Das war halt so, weil er halt so weltweit durch die Gegend getanzt ist. So war er, glaube ich, einmal in Russland und in Amerika und irgendwo in Afrika gewesen. Und deswegen, wenn ich das Lied höre, muss ich immer an meine Kindheit denken, weil das erste Musikvideo war, was ich so realisiert habe. Irgendwie, deswegen muss ich immer dran denken. So, sechste Frage. Welches ist Dunis lesbischstes Lied? Keine Frage, Melissa Etheridge, Like the Way I Do. Das ist die Lesbierinnen-Hymne schlechthin. Also wenn das Lied in einer Diskothek läuft,
Und sie ist ein Lesben da. Und sie singen nicht mit. Sind sie keine richtigen Lesben? Ha! So, da wären wir auch schon bei der 7. Welches ist dein Geheimtipp? Ja, ob man das Geheimtipp nennen kann, aber es gibt einen Song von einem Interpreten namens Johnny McGovern, der ist schwul. Kommt aus Amerika, ist in der New York Underground-Musikszene tätig. Das Lied heißt Something for the Fellas. Das Lied ist einfach toll. Ich finde das einfach geil. Ich finde es einfach geil. Und wenn ihr mal rappende Transen sehen wollt, dann müsst ihr euch das Lied reinziehen. Das ist eine Mischung aus Elektro und ja, also Elektro und noch anderen Pop-Elementen und so. Also ich finde das Lied einfach total cool. Müsst ihr euch mal reinziehen. Jetzt sind wir schon bei der Frage 8. Welches ist dein absolutes Lieblingslied? So, mein All-Time-Favorite-Song ist von Bronski Beat, Small Town Boy. Egal welche Version, ob ich jetzt die lange Version höre, die über 9 Minuten geht, oder die kurze Version, oder die Akustikversion, ich kann sie alle hören. Ständig, dauernd, ich habe sie mindestens einmal am Tag höre ich diesen Song. Klingt jetzt erstmal verrückt und crazy und weh. Aber hey, ich finde das Lied toll. Ich brauche dieses Lied. Ich finde das so toll. Ja. Ich liebe es. Ja. Das war's dann auch schon wieder für heute von mir. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass das Video allzu spät gekommen ist. Und ja, am kommenden Freitag versuche ich es so schnell wie möglich hochzuladen. Auf jeden Fall. So, ich wünsche euch dann noch eine weitere schöne Restwoche. Macht was draus. Und macht's gut. Liebe Grüße, die Dunni. Ciao.